Und zwar möchte ich heute mit euch über einen Hadith sprechen, in dem uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte von drei Männern. Drei Männern, welche auf einer Reise gewesen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtet diese Geschichte, ohne uns zu sagen, wann das genau gewesen ist. Und ohne uns zu sagen, wo sich das genau abgespielt hat. Weil das überhaupt keine Rolle spielt, meine geehrten Geschwister. Es ist genauso wie die Geschichten des Koran. Die Geschichten des Koran, sie werden erzählt, damit wir aus ihnen eine Ibra ziehen. لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In ihren Geschichten ist eine Ibra für die Leute, welche einen Verstand besitzen. Was bedeutet denn das Wort Ibra? Wir übersetzen es immer als Lehre. Aber was konkret bedeutet das Wort Ibra? Das Wort Ibra kommt von dem Verb Abara. Uburan. Und was bedeutet der Abara? Abara bedeutet etwas überqueren. Etwas überqueren, eine Brücke zu etwas schlagen. Und was hat das mit Lehre zu tun? Es hat dahingehend mit Lehre zu tun, weil nämlich Allah Ta'ala eine Geschichte erzählt aus der Vergangenheit und wir sollen eine Brücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen und aus dieser Geschichte somit dann Lehren und Lektionen für uns ganz persönlich ziehen. Wir haben ein Phänomen heutzutage unter Muslimen. Und dieses Phänomen ist, dass wir häufig schöne, emotionale, gefühlsvolle Geschichten hören. In der Khutba, in einem Unterricht. Wir hören Koranverse, wir hören Geschichten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber häufig haben wir nicht das Gefühl, dass diese Geschichten für uns erzählt wurden. Sondern wir hören die Geschichte, wir sind beeindruckt von dieser Geschichte. Diese Geschichte weckt in uns Emotionen, aber es fehlt genau dieses Bindeglied zwischen der Geschichte und zwischen mir. Was macht diese Geschichte aus mir? Inwiefern ziehe ich diese Geschichte auf mich? Und genau das ist es, was der Koran möchte. Der Koran möchte, dass wir eine Ibra daraus ziehen. Das heißt, eine Verbindung herstellen zwischen dieser Geschichte und zwischen unserem Alltag. Zwischen der Vergangenheit und zwischen unserer Gegenwart. Zwischen der damaligen Realität und unserer Realität. Zwischen den damaligen Umständen und unseren Umständen. Sodass ich nicht dieselben Fehler mache, wie die Menschen, die vor mir gelebt haben. Dass ich nicht noch einmal das Rad neu erfinden muss, sondern schauen kann, was die Menschen vor mir getan haben, um sich in einer bestimmten Situation dann zu schützen oder zu retten oder einen Ausweg zu finden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister, er erzählt uns jetzt diese Geschichte, damit wir sie genau auf unseren Alltag beziehen. Er möchte, dass wir daraus profitieren. Und er möchte, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und überlegen, was diese Worte für uns ganz persönlich bedeuten.